Hallöchen und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play mit dem Ed. Wir sehen Stray Episode 8. Wir hatten zuletzt ein paar Notizbücher gefunden und genau, wir haben jetzt Sendeempfänger gefunden. Den ich sogar gucken kann. Okay. Gut, jetzt muss ich nur kurz überlegen. Die letzte Aufnahme ist bei mir schon ein wenig her. Oh, ich liebe sie. Den Zug zu entkommen. Oh Gott. Ja, ich weiß, was die Turks sind, aber ich weiß gerade nicht, in welche Richtung ich muss. Wo war der Ausgang? Er steht direkt daneben. Okay, ich muss aus der Stadt. Moment, du hast jetzt nicht wirklich das Fenster zugemacht. Der hat das Fenster zugemacht! Frech. Okay. Wir hören nicht mal, wie es aufkommt. Okay, okay. Kaltziffer? Was machst du denn hier? Die Dächer. Oh. Keine Musik. Hier gibt es einen Speicherpunkt. Nice. Aber bestimmt nur das eine Mal. Eigentlich wollte ich ja... Oh Gott, nein. Bitte nicht. Ich wollte eigentlich noch durch die Stadt schlendern, um den nächsten Automaten zu finden. Ich wäre jetzt auch nicht mehr zurückgekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Pfeile. Oh Gott. Zweites Leben ist weg. Okay. Ich muss da hoch. Ach du Heilige.
Taste auf den Abzug. Und lauf. Und dann schnell hoch. Oder auch nicht. Wo muss ich denn hin? Der ist mir dann nicht hochgesprungen. Doch hochgesprungen. Okay. Ella Badge. Ella Badge. Ella Badge. Okay. Oh, das sind noch mehr. Oh Gott, was ist das denn? Sind die denn? Okay, die habe ich aus den Augen verloren. Sehr gut. So, dann. Kann ich nicht auf den Mülleimer springen. Kiste hier. Speichern. Da geht's weiter. Gibt's hier sonst noch was? Merken? Ach, das geht glitzer wieder. Die Stadt ist voller Neon. Das war nicht immer so. Früher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand Regenbogenlampen ein. Neonleuchten im ganzen Haus. Diese Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf alle an, in ihren Häusern jede Menge Lichter anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen, wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Ich habe das Gefühl, mir fehlt da ein Stückchen. Kommt das noch oder bin ich dran vorbeigelaufen? Hier scheint aber sonst nicht viel zu sein, hm? Ja, so nämlich.
Warte, bevor ich das mache. Was passiert, wenn ich das mache? Um Gottes Willen, ich muss da nicht runter, oder? Sag mir nicht, dass ich mit der Tonne da runter muss. Ich meine, so kann ich es nicht bewegen? Oh, danke schön. Ey! Mutiges kleines Katzi. Eieiei. Okay. Was ist das für ein Zeug? Da kam ich her. Das hört sich ja doch so nach Glibber an. Okay. Hä? Aber jetzt mal im Ernst, wie geht's weiter? Was ist das für ein Zeug? Das ist ja widerlich. Und da kam ich. Entschuldigung. Heute ist meine Stimme so ein bisschen. Bloß da drüben. Lass mich erst doch gucken. Da kann ich nicht durch. Da kann ich auch nicht durch. Dann weiter. Über die Tonne wieder? Tür hacken. Das an. Warum bin ich jetzt wieder hier? Ich hatte eigentlich gehofft, nicht so oft sterben zu müssen, aber. Also, ich kann die Tür nicht.
Haha! Edgy Badge. Notausgang! Oh ja, bitte, lass mich hier raus. In der Tonne läuft die Mieze langsam. Also ich kann mir nicht helfen, mir kommt dieses Schleimzeug ein bisschen bekannt vor. Also Speicherpunkt. Bei Grandia gibt es ja auch diesen Gegner, der Gaia. Die, es ist wahrscheinlich weiblich. Und das hat eine sehr ähnliche Farbe und Struktur. Was ist das hier eigentlich? So eine Art Kran? Ein Kran. Auf dem ich nicht laufen kann. Das sind jetzt aber keine, oder? Aber das sind bestimmt Babys. So eiermäßig. Nachwuchsmäßig. Was weiß ich. Ich sehe schon wieder welche. Human Personal Only. Okay. Ah, da. Ich habe die Latte nicht gesehen. Okay, also anlocken. Drüber hüpfen. Gott, muss ich rüber? Da rechts. Lauf! Können die Finger springen? Aber das können die nicht, oder? Ella Badge. Ich sag das heute oft, hm? Da hinten sind wieder welche. Wohin? Da
Da ist schon wieder so ein Türhecken-Ding. Ist auch von der anderen Seite geht. Ja, geht. Ehrlich? Danke. Gut, dann sind wir jetzt. Was? Die zerplatzen? Ach, ich glaube, ich weiß es. Ich muss ja hier wieder raus. Aber... Moment. Das ist Schwachsinn. Warum kann ich die nicht angreifen? Ich hab doch Krallen und Zähne. Wofür ist die Tonne? Neko-Korb. Anders geschrieben? Mit dem K in der Mitte? Heißt es auf Japanisch Katze. Sie waren für die Abfallwirtschaft zuständig. Als der Müll aus der oberen Ebene die Slums überflutete, versuchten sie, ein Bakterium zu entwickeln, das alles auflöst. Nachdem die Menschen verschwunden waren, mutierte das Bakterium. Sie wuchsen und fraßen weit mehr als nur Müll. Ach, und das sind diese Zorgs. Und jetzt haben wir Zorgs. Los geht's. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Menge übersehen. Kann das sein? Gottchen. Ja, Menschen und Bakterien, wa? Das ist keine gute... Moment. Wenn ich die... Ah, ich glaube, ich sehe es. Da hoch. Okay. Kleine Katze, dessen Namen ich nicht kenne. Zurks sind also mutierte Bakterien. Wow.
Okay. Da ist ein Schalter. Was macht der Schalter? Sieht aus, als würde er dann Licht anmachen. Ist auf jeden Fall mit irgendeinem Stromgenerator-Kram verbunden. Nicht einfach so springen, wie ich das gern hätte. Nein, 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 nein. Na gut. Versuch 2. Wieso, wie oft sollte man für das Achievement sterben? 7 oder 9 Mal. Lauter Aufzug. Safe Point. Okay. Wir sind hier. Feste den Sendeempfänger an diese Antenne. Kann diese Klappertür bitte aufhören? Okay. Da ich heute mehr als eine Folge aufnehme, mach mal einfach weiter. Sonst hätte ich gesagt, Pause. Gegenstand verwenden. Schau, die Aussicht. Von hier aus ist es wunderschön. Ich erinnere mich jetzt. Die Stadt. Sie sollte ein Schutzort sein.
Sie sahen aus wie Sterne, aber es sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Die Menschen bauten diese Hülle, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Aber das hatte seinen Preis. Niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe, völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich. Aber wenn du von dort kommst, muss es bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Und mein Versprechen war nicht nur, in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Senderempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. Oh, so läuft das. Ach! Verstehe, das hier sind die Kapitel. Dann haben wir noch 3 Kapitel vor uns. Und hier haben wir was übersehen. Ich muss in die Stadt zurück. Das ist tief. Allerdings, erst in der nächsten Folge. Wir kommen mit der Story vorwärts. Besser als letztes Mal. Ich bin gespannt. Danke an dieser Stelle fürs Zugesehen haben. Schaut gerne in meine anderen Videos rein. Oder bei mir im Stream. Ich bin am Wochenende live. Link dazu in der Beschreibung. Beim nächsten Mal sehen wir, wie es weitergeht. Und vielleicht suchen wir noch das letzte Erinnerungsfragment. Bis dahin. Bye bye.